sunshine when she's gone. It's not a warm when she's away, but ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. But ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. But ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime, 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 anytime she goes away. Warte, danke. Der Christian, unser Kandidat Nummer 4 beim Single-Song-Contest-Finale. Christian, als erster Mann hier auf der Bühne, alles gut? Ich fühle mich wunderbar. Bei so einem Publikum, oder? Ja, das ist klasse, vor so einem großen Publikum sind viele Leute da, auch viele, die ich kenne, und das ist immer klasse vor großem Publikum, und es hat einfach Spaß gemacht jetzt gerade, also. Der Countdown läuft ja auch. Kurz übrigens zwischendurch, der Alex ist wieder da für alle Mamas, die sich jetzt mit Sorgen gemacht haben. Und jetzt kommt der letzte Kandidat. Das ist der Robin. Ach so, die Jury haben wir ja ganz vergessen. Ich bin auch schon so nervös, weil der Countdown läuft. Oh. Ja, natürlich musst du unbedingt was sagen. Entschuldigt, ab geht's. Unbedingt zu diesem Mann. Ah, du liebst Jamie Cullum, ne? Das hört man. Also wahnsinnig super geile Intonation, ganz sauber gesungen. Und ich hatte schon mal das Glück, dich mal zu hören auf der Appeltaten-Gemus. Da hast du gesungen mit einer Band. Also ich finde, du machst dich ganz wunderbar. Du am Klavier ist wunderbar, du mit einer Band zusammen ist wunderbar. Also das rockt unwahrscheinlich, obwohl du auch diese Jazz-Ecke gerne hörst. Aber das ist ein super Song für dich. Richtig schön. Ja, ich habe jetzt auch erwartet, dass was entsprechend Positives kommt. Dennoch denke ich, der hat so ein Selbstbewusstsein, der kann jetzt auch mal ein bisschen Kritik vertragen. Jetzt sind wir mal konstruktiv. Nein, von mir kriegst du keine Kritik. Ich wollte dich nur fragen, gibt es irgendwas, was du sagen würdest, das kann er besser machen? Also ich finde, Improvisation ist das mit das Schwierigste, was man im Gesang überhaupt noch lernen kann. Mit der Bruststimme zusammen ist das wirklich das, was on top ist. Und das hat er. Das heißt, da kann ich noch nicht mal was dran meckeln. Du machst aus diesem Song was Eigenes. Natürlich gibt es immer Sachen, was die Atemtechnik betrifft, damit du dann möglichst lang auch durchhältst. Das heißt, da würde ich wahrscheinlich noch mit dir ein bisschen dran arbeiten. Oder auch, dass du einfach locker bist, dass du diesen Bereich hier oben nicht so, ja, so zumachst, sondern öffne dich da. Aber sonst habe ich nicht zu meckern. Aber haben wir doch ein bisschen was gelernt hier, was über Gesang. Also, ich habe über dich gehört, dass du auf jeden Fall Musik so auch professionell machen willst. Also das so mit voller Konsequenz. Und ich würde sagen, das ist eine gute Idee, geboren um zu singen. Das ist dein Heiligtitel. Unsere kompetente Jury. Gini und Freddy Kappen. So, jetzt aber der letzte Kandidat für heute, der Robin. Viel Spaß.